meine Leidenschaft, gell? Und der MAN, das ist das Jüngste, was ich habe, war ja 60. Und zu dem Zeigen oben kann ich ein wenig was sagen. Das ist für die MAN eigentlich ein schönes Zeigen gewesen. Aber wenn sie es ausgeliefert haben, dann ist das schon abmontiert worden meistens, bevor das der Kunde gekriegt hat. Dann haben sie es halt wieder nachliefern müssen. Die Sammelleidenschaft des 58-Jährigen hat in der Familie Rühl schon Tradition. Vom Vater angesteckt, begann der passionierte Sammler schon früh damit, landwirtschaftliche Geräte zusammenzutragen. Neben einem Kartoffelsortierer, einer Jauchepumpe und einem Blumentopf, allerdings jüngerer Bauart, hortet der Traktorfan eben auch alte Bulldogs. Und mittlerweile hat seine Ausstellung schon einen stattlichen Umfang angenommen. Stückmäßig haben wir zurzeit 48 Bulldog darf man ja nur sagen für Landsbulldog und die anderen sind Schlepper und Traktoren. All diese Raritäten sind funktionstüchtig, wenn seinerzeit das Anlassen auch mühevoller war als heutzutage. Die meisten der Stücke sind aus den 50er Jahren. Klangvolle Namen wie Fendt, Cormac, Hanomag oder Lanz lassen das Liebhaberherz höher schlagen. Ursprünglich hatte der Laufer noch mehr von den alten Zugmaschinen, aber aus Platzmangel hat er eine Menge schon wieder abgestoßen. Das waren meistens Fendt- und Cormac-Traktoren und das sind, weil die Grenze aufgemacht worden ist, in die frühere DDR sind die rübergekommen, die wollen halt auch wieder, wenn wir mal angefangen haben, ein Hektar oder ein Dachwerk wieder bewirtschaften mit den alten Geräten, weil sie sehr günstig waren. Unter den rund 20 PS starken Schnauffern ist auch ein Bulldog von 1939. Rund 5000 D-Mark hat dieser Traktor gekostet und auch noch eine Menge an Zeit und Investition. Wer seine ganze Freizeit mit einem solchen Hobby verbringt, kann froh sein, wenn Unterstützung aus der Familie kommt. Ja, also meine Frau, die hat auch also viel Verständnis und hat auch fest mitgesammelt also, und hat ja auch schon einen oder zwei Traktoren selber mit angeschafft, die ich gar nicht gewollt hätte und war es mir zu teuer gewesen. Aber meine Frau hat ja mehr Geld wie ich und dann kann sie das schon machen. Viel zu lachen hat er tatsächlich, der Bulldog-Fan aus Denberg. Vorletzte Woche wurde er mit dem Ehrenbrief des Bezirkes Mittelfranken ausgezeichnet. Sein Engagement und somit sein Verdienst um die Kulturgeschichte Mittelfrankens haben damit die gebührende Belohnung erhalten. Zu besichtigen ist das private Bulldog-Museum in Lauf-Denberg jederzeit auf Anfrage. Thomas Rühl schwingt sich für seine Gäste gerne mal auf den Traktorschemel. Und wenn die